herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Habes neue Augen. So, ich habe jetzt nochmal bis hierhin gespielt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Schamanen schmuse. Nur, dass ich nicht mit dem Schamanen schmuse. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt, aber ich habe mir sagen lassen, ich muss mit dem Schamanen über den Wendigo reden. Und ja, Howdy, dafür muss ich erstmal wissen, dass der existiert, weil mit ihm habe ich nicht auch noch nicht in geredet. So einer rauen Umgebung? Warte mal, doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. So, dann. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Ja. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Also ich bin nicht hinter deinem Gold. Selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. So, jetzt kann ich hier zumindest schon mal nach dem Wendigo fragen. Auch wenn ich nämlich nicht nach ihm frage und das Dialogfenster abbreche und ihn dann wieder anspreche, kann ich ihn nicht mehr nach dem Wendigo fragen. Ist das nicht krass? Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Uh-uh. Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Frag den Schamanen. Ich meine, ich hätte schon mal nachfragen können. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Ja, das muss er da bitte auch mal machen. Ich frag jetzt nochmal nach dem Wendigo, wegen der Sicherheit. Ich habe dir alles gesagt, was ich über Wendigos weiß. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Frag den Schamanen. Ist klar, ist okay. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ja, mach das, wenn ich gleich weg bin. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Weg konnte es sich bei ihm um eine weitere... Vielleicht... Das haben wir schon gehört gerade eben, ne? So, also... Diese Gesprächsoptionen waren jetzt hier. Ich soll mit dem Schamane über den Wendigo sprechen. Da ist der Schamane. Ich weiß, wir hatten das alles schon, aber ich starte mal vorsichtshalber ab hier. Mom. Kurz AFK. Re. So, hier. Ich kann über den Wendigo sprechen. Ist das nicht großartig? Das mache ich jetzt auch sofort, weil die Rauchzeichen sind mir so bumsegal. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Lol. Okay, cool. Ja, geil. Ja. Es klappt. Autovervollständigung. Meinten Sie... Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist... Ich habe mir etwas über Appalachazone bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Okay, okay. Komm, und auf die guten alten Zeiten fragen wir nochmal nach den Rauchzeichen. Autovervollständigung. Rauchzeichen. Meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Prärie-Hitze nur heiß gelaufen. Jetzt I know. Ich will es überhaupt nicht mehr hören. Komm, ich habe nur wegen der alten Zeiten gefragt. Ja, nice. Nice. Rezept, easy, Junkfood, packe ich ein.
Es funktioniert alles wie am Schnürchen. Klasse. So, dann stopfe ich den mal den alten Fraß hier in die Satteltasche. Lilly steckte das Junkfood heimlich. Kennen wir jetzt auch schon. Es sollte eine Überraschung werden. So, und dann kann ich jetzt zum Quacksalber gehen. Oh, meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ja, ciao, geh zur Mine, easy. Ach das, gar kein Problem. Hier, Captain Quacksalber, ich hab da was. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier. Die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Klar, kein Problem. Gib. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Oha. Packt sie es einfach aus, oder was? Wie sie drauf ist. Kommen Sie denn? Ach, nee, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich wollte eigentlich nur gucken. Enthaarungscreme? Deo. Ja, aber ich will ja... Ich will ja nicht, dass der besser riecht. Es ist mir scheißegal, wie der Wendigo riecht. Also, oder? Ich geh mal hin. Ich sag mal hier... Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt. Dort musste sich die... So, okay. Ja, dann sprühe ich dir mal mit Deo ein, aber ich glaube, das ist halt Quatsch, ne? Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na, siehst du. Siehst du? Kann ich vielleicht einfach... Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank. Lilly. Okay. Oh! Oha! Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Wo ist sie denn? Okay. Nee, benutz nicht die Sonnencreme. Ich hab da... Ich lasse sie lieber draußen. Ja. Sicher? Ja, ist ja. Sicher. Ja. Sicher ist sicher, sag ich auch immer. Ich, tausche sie mal kurz aus hier. Es geht los. Schnell eincremen. Creme dir schnell deinen Pelz ein. Oh nein! Wie konnte das noch passieren? Scheiße. Das tut mir ja so leid. Oh mein Gott. Okay. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Okay. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Was ist das nun mal? Oha, der mit der Flinte. Warte, ich muss mal kurz aus dem Bild. Ah! Okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Ach, guck mal, ich werde direkt zur Höhle gebracht. Das ist ja toll. Dabei ist das ja noch gar nicht hier... Also wie hätte ich denn... Eigentlich konnte ich gar nicht da raus, denn ich habe ja immer noch nicht das... gefährliche Orte betreten Ding hier. Ich meine, das ist ja kein Teleportationsimpuls. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ist schon auch Teleportation. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Ja, typisch Edna, ey. Pfeife. Ah, oh. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Nicht? Okay, das wusste ich nicht. Notiz. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Aha. Oh.
Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdülü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Ja, sehr schön. Lässt du die Notiz jetzt einfach da liegen, Lilly? Ist das dein Scheiß ernst? Okay, okay. Gut, dann lass die Notiz halt einfach da liegen. Auf dass sie jeder lesen kann. Haben wir hier sonst noch irgendwas anderes? Der Moorsee? Also außer das Fernglas natürlich. Fernrohr. Gucken wir natürlich erstmal rein, ne? Okay. Der eine Typ sitzt im Auto. Der andere Typ redet. Also die Typen reden beide. So, und ansonsten ist da nichts mehr. So, ich habe die Uhu-Pfeife. Ich habe... Okay. Easy. Welche Verbote sind denn jetzt noch übrig? Spitze Gegenstände verwenden, wütend werden, tun und lassen, was man will. Hätte ich nicht einfach von Anfang an tun und lassen können, was ich will, ausschalten können und dann... Verdammte Dreckskarre! Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Mit der Uhu-Pfeife! Garrett! Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Okay. Kann ich den Uhu irgendwie mit einer Flitsche abballern? Uhu? Lass das. Entschuldigung! Schon gut. Das bringt nichts. Okay, schon gut. Oh. Was ist das? Das kenne ich jetzt aber nicht. Was macht er? Okay. Okay. Endlich konnte Lilly Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Alles klar. Okay, der Uhu wollte mit Lilly flirten und Lilly hat gesagt, ey, lass das. Und dann war er so peinlich berührt, dass er weggeflogen ist. Endlich verstehe. Konnte Lilly Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Lilly, do it. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Na toll. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Ist da jemand? Warte mal. Das war ein Uhu. Idioten, das ist ein Uhu. Oh. Na, wen haben wir denn? Ich glaube, sie haben Lilly entdeckt. Das ist doch... Oh, oh. Was ist das? Das Phantom! Das Phantom!
Phantom ist bestimmt Garrett, oder? Lily schaute den flüchtigen Wärter noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Okay. Ja, dann geh mal über die Brücke. Und schnapp dir den Schlüsselbund. Weil Edna. Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Gut so. Ach so. Lilly, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Ja. Wobei morgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Ja, Garrett, fühle ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Fühle ich jetzt nicht so. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja. Genau. 2 Tage warten würde ich jetzt auch nicht auf Garrett. Der nicht mal mehr das Uhu-Signal irgendwie gedeutet hat. So. Also, bei der Anstalt. Wie haben die denn zur Anstalt gebracht? Die wurden doch gerade von einem Phantom überfallen, nachdem die geschnappt hatten, oder? Ich dachte, die hätten die... Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja, fühle ich auch ganz deutlich dieses Willkommen. Ganz deutlich. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel, den wir aus dem Auto geklopst haben und machen die Hintertür auf, würde ich sagen. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Ach, guck mal. Hä? Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Was geht trotzdem mit dem Hamster, war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Ja, komm. Ach, jetzt kommt doch noch der Uhu, oder was? Okay, pass auf. So ein Schlawiner. Der Hamster hatte es erneut geschafft, einen von Lillys Gegenständen zu entwenden. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt. Ja. Da war ja schon wieder dieser Uhu. Okay, Uhu. Ich will dich nicht aufhetzen, aber... Oh, guck mal, Busch. Es gab nicht viele Arten, einen Busch zu benutzen. Lilly hatte sie einmal alle auf einer Liste zusammengetragen. Aber dann hatte die Oberin ihr die Liste weggenommen. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Okay. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Okay, können wir jetzt... Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Ja. Dann? Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Ja. Go, Lilly. Finde den Schlüssel. Okay. Ja. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Lilly ist mit dem Busch durch ein Loch gefallen. I guess. Okay, Kapitel 3, die Anstalt. Alles klar.
Schauen wir mal, ne? Das ist ein schönes, schönes Artwork hier wieder. Oh, oha. Auf einmal ist es ein ganzer Schlüssel bunt. Dieser Schlüssel morpht auch richtig hart rum. Okay, okay, mhm. Ein Schlauchboot hatte sich im Gitter der Kanalisation verfangen. Die Leute spülten doch die seltsamsten Sachen herunter. Weiß ich jetzt nicht, ob das runtergespült wurde. Oh. Go, go, Lilly! Gegen die Strömung! Du bist so krass! Ich hätte es ja eigentlich persönlich eher da hochgezogen. Und wäre dann erst reingegangen, aber was weiß ich schon. Hey, ein Glück! Hier wäre ich ja sonst gar nicht hingekommen. Nee, jetzt geh auch weiter. Ich will gucken, was weiter ist. Muss ja irgendwann irgendwas kommen, wo ich nur mit dem Boot hin kann, oder? Oder ist das nur so ein Verarscheboot? Das nur so tut, als ob es wichtig wäre. Go, go, Power Lily. Nee. Nee, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich hier mit dem Boot unterwegs bin. Schade eigentlich. Aber hier bis ans Ende voran. Ah? Ja. Okay. Ah, schade. Ja, schade. Okay, fahr zum Anleger und dann darfst du da aussteigen. Ist gut. Schön gemacht, Lilly. Schön, schönes Ding. Schönes Ding. Ich würde jetzt mal doch nochmal kurz hier rüberlaufen und mal gucken. Kann ich hier irgendwas... Ich kann nicht mal was anwählen hier hinten. Das ist einfach ein komplett überflüssiger Bildschirm. Anscheinend erstmal. So wie es gerade sich mir offenbart. Okay, Tür. Muss ich wahrscheinlich mit dem Schlüssel öffnen. Erstmal versuchen. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Dann. Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Ach so, ah, okay. Ich fahr jetzt vor dir davon. Wie ein geölter Blitz. Du wirst mich niemals kriegen, du Trottel. Wahahahaha. Hey, komm schon. Warum greift er nicht einfach in das Boot? Ich mein... Gib auf, du kannst mir nicht entkommen. Okay. Schon gar nicht gegen die Strömung. Ja, aber ich komm noch ein Stück hier plus aufwärts. Folg mir. Wieso folgt er mir denn nicht? Bleib schön stehen, hörst du? Bleib schön stehen, hörst du? Nee. So. Hey, komm zu. Schnell, schnell, ich muss. Schnell, 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 nein! Oh Mann! Ja! Okay, ich hab's geschafft. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Ich würde schon gern wissen, wer das Phantom ist, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so schnell! Oh nein! Er hat mich am Bein! Na? Kann ich irgendwas tun? Hä? Was hat sie getan? Okay. Und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Ich habe leider den Sprecher abgebrochen. Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Okay, erstens, wer ist das Phantom? Und zweitens, wo habe ich den Energy Smarty her? Das ist schon jetzt ein bisschen kurios. Okay, aha, ja, was ist das hier alles? Lochkartenschlitz. Lochkartenschlitz. Alles Lochkartenschlitz. Lochkarte. Lochkartenschlitz. Okay. Die Lampe leuchtete rot. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Okay, dann wird es wahrscheinlich jetzt auch niemand hier was anderes behaupten. Die Karte hatte mehr Löcher als Lillys Socken. Die Mäuse hier waren offenbar verzweifelt. So funktionieren Lochkarten nicht, aber okay. So. Ich weiß auch nicht so genau. Also hier komme ich ja anscheinend nicht durch. Hier komme ich nicht zurück. Vielleicht muss ich durch diese Rohre klettern. Schauen wir mal. Das war wohl die falsche Karte. Aha, okay. Ja, ich probiere jetzt einfach überall.
das war wohl die falsche Karte. Okay. Das war wohl die falsche Karte. Okay. Aha. Sehr gut, dann kletter ich da wohl hoch. Herr Mantel. Wer hatte Angst vom schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Boah, ist schon so lange her, dass ich Edna Bricht ausgespielt habe. Ich kann mich an Herr Mantel überhaupt nicht mehr erinnern. Es ist super dunkel. Herr Mantel. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße. Jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bert. Dran. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Okay, das ist süß von dir, dass du jetzt Freunde hast, die immer bei dir sind und Karin und Bertram heißen. Das klingt, als könntest du da Nachwuchs geben bei euch. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrenmantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Puh, das ist ein ganz schöner Teufelskerl, der neue Herrmantel. Eieieiei. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Nee. Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Okay, du verstehe. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Apropos Edna. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Nee, ich glaube, das war nicht Edna. Mit den roten Hörnern und dem Schwanz und so. Das hört sich nicht so Edna-mäßig an. Aber okay. So, zum Dach oder zum Wartungsraum? Ich gehe erstmal zum Dach. Ja, schön gucken hier, links vor rechts. Ah! Den kenne ich noch! Bienenmann! Was ist hier? Was ist das? Laterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Mhm. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Ja, das stimmt. Wir reden noch mit Bienenmann. Bevor ich die Aufnahme beende, würde ich sagen. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Ah, okay. Gut, dann never mind, würde ich sagen. Dann war's das für heute mit dieser wundervollen Folge von Harveys Neue Augen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Passt auf euch auf, bildet eine Rettungsgasse und wie immer... Zähneputzen nicht vergessen. Okay, tschüss.